Hi, herzlich willkommen zurück bei Wizard 101. Da sind wir wieder. Ja, es ist ein bisschen Zeit vergangen seit der letzten Aufnahme. Obwohl, so viel nicht. Gestern war mal ein Tag, keine Folge. Ich hoffe, ihr konntet es aushalten. Und ja, jetzt müssen wir hier in die Arkaden. Das war der letzte Stand der Dinge. Und ich nanu, habe in Erinnerung, dass das wahrscheinlich schwer werden könnte. Ach, guck mal, was da hinten The Arcades District. This was always my favorite. I still can't believe the rumliegt. Ach King of so. Thieves gave it to these disgusting snakes. Now, where was that secret entrance? Oh, I need a minute to look around. Do me a favor, distract the street snakes and I'll Ach shout out when so. I Ich find hatte it. irgendwie gedacht, ich hätte es jetzt hier mit einem Dungeon zu tun. Wir werden jetzt eine Antiquität einsammeln. So, wir haben neue Gegner. Oh. Rang 15 Feuergegner. Dann machen wir die doch mal kaputt, oder? Drei Stück muss ich besiegen. Ja, Angel Icebreeze hat geschrieben, hier, ich soll mich nicht wundern wegen der gesunkenen Aufrufe. YouTube zeigt tatsächlich gerade den Leuten nur noch die Abos an, wo man auf die Glocke geklickt hat. Ist eigenartig, weil ich habe bei ganz vielen Leuten die Glocke nicht aktiviert, weil das auch völlig an mir vorbeigegangen ist irgendwie. Und trotzdem kriege ich deren Videos zu sehen. Eigenartig, oder? Aber manchmal geschieht es trotzdem, dass ich dann denke, da ist ja ein Video gewesen. Und dann habe ich es nicht mitbekommen. Das ist schon echt auch unfair, oder? Naja. Naja. Was soll man machen? So, letzter Urlaubstag. Mono. So schnell ist die Zeit vorbei. 10 Tage. 10 Tage hatte ich jetzt Urlaub. Und ich habe gar nicht so viel gemacht. Also viel einfach zu Hause geblieben. Nee, rumgegammelt nicht. Ne? Mit 3 Kindern kann man nicht rumgammeln. Im Gegenteil, es ist sogar relativ anstrengend, wenn man nur zu Hause ist und 3 Kinder hat. Aber okay. Man kriegt das auch trotzdem irgendwie geregelt. Es war auf jeden Fall cool, nicht arbeiten gehen zu müssen. Weißt du, mal so eine Pause tut schon mal ganz gut. Ja, mal ein bisschen shoppen in Köln, haben Verwandtschaft besucht und so weiter. Und ich habe super Pizza gegessen. Ja. Das ist immer so ein Highlight, das ich erwähnen muss. Pizza. Ist euch mal aufgefallen, dass diese grünen Kugeln auf den Stäben irgendwie zweidimensional nur aussehen? Die sehen gar nicht plastisch aus. Sieht aus, als wären die gar nicht gerendert oder so. Die sehen gar nicht gut aus. Ich glaube, ich übertreibe es gerade schon. Ich glaube, 2 Klingen hätten jetzt schon gereicht. Guckt euch die Kugeln mal an. Naja. So, ich muss ja zweimal hier diesen Kampf bestreiten, weil ich ja 3 besiegen muss. Und ich kann ja leider nicht mit 3 in den Kampf. Oh, Dankeschön. Sehr nett. Aber ich habe ja weder von dem einen noch von dem anderen genug Pips. Was ist das denn? Okay. Ausnahme. Das kommt dir eher sonst nicht vor, ne? So. Rasende Stier. Rasende Stier. Wir können mal noch auf ein paar, Kommentare eingehen. Lukas Petzold zum Beispiel hat zum gestrigen Video geschrieben: Wir wollen ja nicht, dass du die Folgen einfach nur produzierst, wenn du keine Lust hast. Wir wollen, dass du heißblütig dahinter stehst und nur dann, wenn du Lust zum Aufnehmen hast. Dann sind das die besten Folgen. Ein ganz großes liebe Grüße aus Nürnberg. Vielen Dank, lieber Lukas. Sehr netter Kommentar. Ja, und so ist es auch, ne? Ich möchte hier nicht zur Let's Play-Maschinerie
wäre nicht mal, ich habe jetzt, wie viele Videos? Ich habe bald 3000 Videos auf diesem Kanal, wenn ich nicht schon mehr habe. Das ist ja wirklich viel, 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 viel zu viel. Und das erinnert ja wirklich an eine Maschinerie, die ich mir nicht antun muss. Fuck. Warum hatten der noch 1400 Lebenspunkte? Das ist aber ungünstig. Hä? Hatte der ein Schild drauf? Oh, wie unnötig jetzt, oder? Oh. Naja, okay. Ja. Naja, genau. Und wenn ich da mal so einen Tag habe, wo ich denke, boah, ich habe jetzt echt keinen Bock, jetzt nehme ich nicht auf. Ich meine, ich habe auch schon mal an solchen Tagen aufgenommen. Nicht in der jüngsten Vergangenheit, ist schon was länger her. Dann war ich aber wirklich sehr unzufrieden mit meinen Folgen. Ich glaube, das ist gar nicht so aufgefallen. Zumindest wurde es mir so nicht zurückgemeldet. Aber ich selber gedacht, nach der Aufnahme so abgelegt, ausgemacht, gedacht, boah, was für eine scheiß Aufnahme. Würde ich am liebsten in die Tonne treten. Solche Tage gab es auch schon, wo ich echt mies drauf war und nur Kacke gemacht habe. Also wirklich. Ach, ein Eisschild hat er drauf. -75%. Klar. Deswegen. Ja, okay. Gut. Dann müssen wir halt gleich mal... jetzt reicht das nicht. Leute, jetzt reicht das nicht. Komm, ich hole mir noch mal einen Gehilfen. Wen denn? Leben. Leben. Leben? Natürlich nicht für 400 Kronen. Ich bin ja nicht bescheuert. Tod. Komm hier, wir holen Tod. Kaufen. 50 Kronen. Damit es flotter geht. Gut. Ich kann jetzt nichts mehr machen. Ich müsste jetzt Karten neu ziehen und... Ach, das wird jetzt wieder nochmal 5 Minuten länger dauern hier. Da habe ich keine Lust drauf. Mensch, das ist doch nur ein Straßenkampf hier. Kritisch sogar. Wow. Lächerlich. Ach, er ist tot. Ja gut. Das war kein ruhmreicher Kampf. Echt nicht. Ja. Auf in den nächsten Kampf. Und wir gucken uns die nächsten Kommentare an. Ich würde gern viel mehr Kommentare vorlesen, aber ich komme nicht dazu, ne? Ich sage mal TV, sei mal Kill Chaos, ich liebe dich einfach. Danke. Gebe ich mal ein Herzchen für. Für Lukas gibt es auch ein Herzchen. Angel Icebreeze, ja, der hatte das geschrieben mit dem, ne, dass die Abo-Glocke nicht aktiviert ist. Also nochmal wirklich an alle, macht das mal. Das brauchen wir nicht. Ah ja, klar. Gut. Coole Kuh schreibt, lass dich nicht unterkriegen wegen den Aufrufen. Ich weiß, dass es nicht gerade sehr motivierend ist, wenn man weniger Aufrufe macht, aber man muss auch daran denken, dass viele Leute keinen Wizard mehr spielen. Aber Kaios, erhol dich bei dem schönen Wetter ein wenig und dann starte mit mehr Motivation in die Geschichte. Ich glaube nicht, dass es damit zusammenhängt, dass viele Leute keinen Wizard mehr spielen, weil es gibt ja etliche, die keine Wizard mehr spielen, aber die Videos hier gucken, weil sie es nicht mehr spielen wollen, weil es ihnen zu teuer ist oder weil es ihnen zu blöd ist, wie auch immer. Weil nie jemand online ist. Das kann ja alles sein, ne? Ach, keine Ahnung, woran es liegt, aber so richtig, richtig ärgere ich mich auch nicht. Aber ich sehe einfach, wenn die Aufrufe so niedrig sind, dann kann ich es mir auch mal erlauben zu sagen, ja, also, da mache ich mal gerade ein Päuschen, 1, 2, 3 Tage
je nachdem breche ich mir da keinen Zacken aus der Krone. Ja, das ist ein interessanter Kommentar von Pykaros. Ich weiß noch früher so die ersten Folgen mit 56k Aufrufe, bla bla. Ich weiß einfach nicht, was passiert ist, dass es heute meistens nur 100 sind. Naja, gut, das kann man natürlich nicht vergleichen. Ich kann ja nicht die ersten Folgen mit den jetzigen Folgen vergleichen. Die ersten Folgen werden sich erfahrungsgemäß von allen Leuten angeguckt, auch mehrmals angeguckt. Auch von Nicht-Abonnenten angeguckt, Leute, die gar keinen Zugang zum Spiel haben und so weiter. Aber Moment, ich bin als erstes am Zug, dann müsste ich ja eigentlich... Ja. Ne, die erste Folge, die habe ich mir auch schon ein paar Mal angeguckt. Man vergleicht dann immer. Man guckt dann das Let's Play durch und denkt, boah, Mann, ist das schon lange her. Und dann guckt man sich nochmal die erste Folge an. Und nochmal, und nochmal, und nochmal, immer mal wieder. Dadurch kommen die hohen Aufrufe zustande. Heute nur noch 100. Naja, das stimmt auch nicht. Ne? So, im Moment sind die bei 300 Aufrufen pro Folge. Was echt wenig ist. Die waren mal eine ganze Zeit lang alle so bei durchschnittlich 500 Aufrufen. Over here! I found it! Da ist nämlich jetzt der Dungeon. This grate will take us down into an old smuggling tunnel. That's where we'll find the secret entrance into the palace vault. Gut. Da gehen wir jetzt aber nicht hin. Da mache ich mir das mal hin. Denn, weiß nicht, ob ich das jetzt hinbekomme. Eine kleine Nebenquest noch machen, weil, ja, ich nehme gerade außer der Reihe auf und habe eigentlich gar nicht so viel Zeit, wie immer, man kennt es ja. So, und außer möchte ich so ein Dungeon nicht hier 3 Minuten vor Folgenende beginnen. So, wir müssen mal mit Dulus sprechen. Von dem bekommen wir nämlich noch Erfahrungspunkte, beziehungsweise müssen da auch noch eine Quest machen. Monsieur Dulus. Ach, mit dem habe ich doch schon gesprochen. Konntest du mein Sacre Bleu aus den schmutzigen Händen dieser ungläubigen Wachbrigade retten? Ja, du hast es geschafft? Stimmt, ja. Wunderbar. Gib mir die Farbe. Oh, vielen, vielen Dank. Mit dieser Farbe kann ich mein Propagandameisterwerk in rauen Mengen drucken und bald überall in Valrossiaberg aufhängen. Aber bis es soweit ist, möchte ich dich noch um einen weiteren Gefallen bitten. Aber nur, wenn du dich wirklich der Sache verschrieben hast. Damit während meine meisterhaften Widerstandsplakate gedruckt werden, müssen wir einen Kleber herstellen, mit dem wir sie überall in Valrossiaberg aufhängen können. Wir Pinguine kennen keine klebrigere Flüssigkeit als den pappigen. Es wird nicht einfach, ausreichend Sabber zu besorgen. Und auch ein bisschen ekelhaft. Wenn es dir aber gelingt, diese Fläschchen zu füllen, dann haben wir genug, um einen Plakatkleber anzumischen. Gutes Gelingen! Danke. Ich soll Sabber sammeln, das ist ja sehr nett. Da habe ich ja richtig Lust drauf. Ob ich das jetzt mache, das weiß ich nicht. Ich guck mal gerade. Wo konnte ich denn nochmal meine Flaschen füllen? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es vergessen. Dann muss ich wohl nach Wizard City zurückkehren. Ach so, ja, hier. Das kennen wir ja. Das Event. Das könnte ich auch irgendwann mal weitermachen. Aber das mache ich, wenn ich mit dem Let's Play durch bin. So, erstmal müssen wir hier was auffüllen. Hab ja genug Knete. Sage ich auch jedes Mal. Ich meine, nach bald 1400 Folgen hat man auch wirklich alles schon mal gesagt. Selbst das habe ich schon mal gesagt. Und selbst, dass ich das schon mal gesagt habe, habe ich schon mal gesagt. So ist es. Das bringt so ein langes Let's Play mit sich.
Aber es ist ja trotzdem schön, dass alle Leute noch dabei sind. Oder viele Leute. Viele neue Leute auch. Viele alte kehren hin und wieder zurück. Ist ganz nett. Hammer. 5 Jahre jetzt, ne? Scheiße. Was bin ich für ein Freak, oder? So. Gucken wir nochmal gerade nach Satyriburi. Satyr. 2 Stück nur. Das ist ja lächerlich. Da müsste ich nämlich auch mal in meinem Bosskartenspiel. Ha, guckt euch das mal an. Ich habe bald keinen Platz mehr für Goldkarten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stopp. Dann machen wir mal in das Straßendeck auch ein paar rein. Wo sind sie denn? 1, 2, 3. So. Guck mal, 935 von 999. Da müsste es echt noch eine bessere Möglichkeit geben, das hier zu sortieren. Ich weiß gar nicht, wo ich die 935 Karten alle habe. Zum Henker nochmal. Du kriegst sie doch gar nicht alle hier weg. Frag mich, kann ich die nicht wegschmeißen? Kartenspiele kann ich im Ganzen wegschmeißen. Aber die Ladenbeute, nee. Juwelen, Monsterleere. Auch irgendwie so sinnlos, ne? Ja, die ganzen Goldkarten, ich kann sie nicht wegtun. Ja, guck. Einmal, Rechtsklick drauf, zerstören. Das kann ich doch jetzt hier nicht 900 Mal machen. Da muss es doch irgendeine andere Möglichkeit geben. Und ich suche gerade, wo hier... Guck, da bin ich schon am Ende. Das kann irgendwie nicht sein. Ich müsste ja... Ich verstehe das nicht. Wenn man die alle zusammenrechnet, kommt man doch im Leben nicht auf 930. Guck mal, hier unten in der Ecke sieht man ja immer, wie viel Karten ich jeweils habe. Klar, da kommt ein bisschen was zusammen, aber nicht 935. Hier müsste ja irgendwo eine richtig hohe Zahl auch sein, ne? Komisch, komisch, komisch. Da bin ich schon bei Feuer. Leben. Zwölfmal gigantisch, okay. 10-mal monströs. Ja, klar. Kann ich das nicht irgendwie öfter wegmachen? Was soll der Quatsch? Aber auch das macht den Braten nicht so fett. Guck, das war's schon. Das kann doch nicht sein. Das waren niemals 927 Karten. Das muss mir mal jemand erklären. So, damit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Macht's gut. Ciao.